W-mäßig Innenkanten, so wie die hier, ohne sie eigentlich wirklich zu messen. Wie schneide ich mit einer ungenauen Säge, so dass es am Ende trotzdem genau passt? Fragen über Fragen, aber ich habe die Antworten. Und damit willkommen in meiner Werkstatt. Wer kennt sie nicht? Die ganzen Videos, die dir die ultimativen Holzbearbeitungstricks versprechen, und dann wird dir gezeigt, wie du mit deinem eingeschnittenen Dübel und einem Akkuschrauber einen Spanngurt aufrollen kannst. Da frage ich mich dann immer, du weißt schon, was ich meine. Genau deswegen zeige ich dir heute 5 Tricks, die wirklich einen praktischen Nutzen haben, einfach anzuwenden sind. Ich hätte gesagt, wir legen los, wer hätte es gedacht, mit Trick Nummer 1. Angenommen, ich will mir da jetzt für den Kasten noch einen Fachboden zuschneiden. Das ist schon ein bisschen länger her. Ich weiß das Maß nicht mehr genau. Wie messe ich das jetzt, damit der so exakt passt, wie der schon drinnen ist? Jetzt könnte man meinen, ich nehme mir da ein Maßband, halte es da so irgendwie rein, komme auf 42 irgendwas, aber das ist mehr eine Rätselraterei, da das genaue Maß abzulesen. Einfacher geht's damit. Ich schnappe mir 2 Holzleisten, die relativ gerade abgeschnitten sind. Eine lasse ich links anstehen, die andere rechts. Dann schaue ich, ob sich das Ganze noch ein bisschen bewegen lässt, damit es am Ende nicht zu stramm sitzt. Dann zwinge ich mir das fest. Und so habe ich das Innenmaß abgenommen, ohne es eigentlich wirklich gemessen zu haben. Und jetzt habe ich 2 Möglichkeiten. Möglichkeit 1, ich schnappe mir das, messe das einfach ab. Möglichkeit 2, ich nehme meine Holzleisten und benutze die, um die Säge einzustellen. Einmal ran am Sägeblatt, einmal Parallelanschlag, fixieren, sägen und fertig ist der Fachboden, der wirklich zu 100% passen wird. Weiter geht's mit Tipp Nummer 2. Wie stelle ich mir an der Oberfräse schnell, exakt und vor allem einfach die genaue Frästiefe ein? Als erstes nulle ich die Oberfräse, das heißt, ich stelle eine Frästiefe von 0 mm ein. Das mache ich, indem ich die auf einen geraden Untergrund stelle und mit dem Fräser so weit runterfahre, bis der jetzt in meinem Fall die Werkbank berührt. Und jetzt angenommen, ich will eine Frästiefe von 10 mm haben, schnappe mir da jetzt dann 10 mm Bohrer, lege den da auf den Revolveranschlag drauf, setze den tiefen Anschlag drauf, fixiere das Ganze und so habe ich einfach und schnell eine Frästiefe von 10 mm eingestellt. Je nachdem, was man braucht, nimmt man halt den dementsprechenden Bohrer. Und die andere Möglichkeit wäre, wenn ich jetzt konkret sage, ich will die Leiste zum Beispiel in der Holz einlassen, funktioniert das Ganze gleich. Nur dass ich mir eben die Leiste da dazwischen pack, festmachen, dass dann mal rausgehen wird, passt. Und so kann ich losfräsen. Damit das Ganze jetzt da gerade wird, verwende ich meine selbstgebauten Führungsschienen für die Oberfräsen. Das Video verlinke ich dir da oben. Das solltest du dir unbedingt anschauen und auch nachbauen. Das kostet nicht viel, die sind echt praktisch und du wirst sehen, wie gut das funktioniert. Was jetzt nur zu beachten ist, ich habe vorher gesagt, die Fräse nullen und dann die Frästiefe einstellen. In dem Fall, da die Führungsschienen ja auflegen, haben wir da ein bisschen Erhöhung. Das heißt, bevor ich die Fräse einstelle, muss ich die auf dem endgültigen Material noch einmal auf Null stellen. Los geht's! Das ist jetzt die fertige Nut. Die ist ganz gut geworden. Schauen wir mal, wie das passt. Wir brauchen leichte Gewalt. So schaut das Ganze jetzt aus. Es hat einen minimalen Überstand, aber wenn man da einmal drüber schleift, ist das auch in Ordnung. Wenn ich jetzt nochmal mit dem Winkel schaue, er kippelt minimal. Aber wie gesagt, für die einfachen Mittel, die wir da verwendet haben,
ist es echt schon fast ein perfektes Ergebnis. Ein altes Sprichwort sagt, zweimal messen, einmal schneiden. Das werde ich heute revidieren und ich sage, zweimal messen, zweimal schneiden. Das ist mein Tipp Nummer 3. Was meine ich damit? Zeige ich dir gleich. Jetzt will ich da mal Holz an der Tischkreissäge schneiden. Im Endeffekt hätte ich dann gerne einen Streifen, der soll 55 mm breit sein. Jetzt habe ich mir für den Anfang den Parallelanschlag auf 56 mm eingestellt. Warum habe ich das gemacht? Das ist ein Längsschnitt. Das ist so ein Universalblatt, was dann immer wirklich scharf ist und schon verharzt ist. Das heißt, ich habe damit mit Verfärbungen und Verbrennungen zu rechnen. Deswegen schneide ich das vorher einmal ein bisschen breiter, stelle dann den Parallelanschlag um einen Millimeter nach und dann sollte man ein schönes Schnittergebnis haben. Schauen wir, wie es funktioniert. Noch eine kurze Anmerkung. Ich habe da jetzt keine Schutzhaube oben, weil es sich ansonsten mit der Schnitthöhe nicht ausgehen würde. Im Normalfall ist die dran und im Normalfall sollte die auch bei dir immer montiert sein. Es ist jetzt nicht einmal so schlimm wie erwartet. Wir haben da eine leichte Verbrennung. Und man sieht da das Sägeblatt ein bisschen. Ich weiß nicht, das wird man im Video wahrscheinlich nicht wirklich erkennen können. Aber das reicht schon, um den Effekt zu demonstrieren, den ich gemeint habe. Ich mache jetzt den zweiten Schnitt und dann schauen wir uns das nochmal an. Das ist jetzt das Ergebnis nach dem zweiten Schnitt. Es ist viel sauberer als nach dem ersten Schnitt. Es hat den einfachen Grund, beim zweiten Schnitt war viel weniger Material abzunehmen. Wie gesagt, das war jetzt gerade ein Millimeter, vielleicht ein bisschen mehr. Das hat gut funktioniert. Ich würde jetzt nicht empfehlen, das pauschal anzuwenden bei jedem Schnitt. Aber man sieht ja, wenn man jetzt zum Beispiel ein Hartholz schneidet und man hat massive Verbrennungen, dann kann man das beim nächsten Mal vielleicht bedenken und auf die Methode machen. Jetzt geht's weiter mit Tipp Nummer 4. Ich habe da ein Brett, das habe ich mir jetzt abgeschnitten auf so kurze Stücke, das habe ich schon ewig rumliegen, das ist uralt und das würde ich mir jetzt gerne längsseitig verleimen. Ich lege mir die Bretter da so hin. Da sieht man es, wie alt das ist. 1,60 Euro. Wie lange ist das her, wo man um 1,60 Euro ein gehobeltes Brett gekriegt hat? Naja, also ich richte mir das so aus, wie ich es im Endeffekt dann gern verleimt hätte. Natürlich habe ich da jetzt noch Phase dran und so weiter und so fort. Bevor ich es jetzt dann verleimen könnte, müsste ich mir da die Phase wegschneiden. Das kann ich jetzt an der Tischkreissäge machen, weil ich habe nichts anderes. Eine Möglichkeit wäre es natürlich, das über Abrichte drüber zu schieben, aber woher nehmen und nicht stellen. Und in einer perfekten Welt wäre es jetzt so, dass das Sägeblatt von der Tischkreissäge zu 100% auf 90 Grad eingestellt ist. Wenn das jetzt minimal abweicht und ich schneide das Ganze, werde ich immer einen leichten Spalt haben. Wie kann ich das umgehen? Wie schon gesagt, ich lege mir die Bretter so hin, wie ich es verleimen will. Dann markiere ich mir da die Kanten. Ein O, ein U. O, U, O und noch ein U. Was hat das O und das U jetzt zu bedeuten? Es ist ganz einfach. Wie gesagt, das Sägeblatt wird nicht zu 1000% im 90 Grad Winkel stehen. Das heißt, ich schneide jetzt in einem Durchgang alle Kanten, wo ein O drauf ist und schaue, dass das Holz, dass das O zu sehen ist. Das ist oben. Dann stelle ich den Parallelanschlag nach, schneide alle Kanten mit einem U, drehe das Holz dabei aber um, damit das U unten ist. Das hat den Vorteil, dass das schiefe Sägeblatt hoffentlich ausgreifen sollte. Wir versuchen es einfach mal, dann schauen wir uns das an. Die Bretter sind jetzt alle geschnitten, Moment der Wahrheit. Ich lege mir die jetzt wieder so hin, dass das oben und unten wieder aneinander gereiht ist. Mal schauen. Das passt ziemlich gut. Ich werde das Ganze jetzt noch ein bisschen zusammenpressen und dann schauen wir uns das genauer an. Ich habe jetzt ein bisschen Druck angegeben und das Ergebnis ist echt super. Also die Kanten passen perfekt. Wenn ihr da jetzt noch ein bisschen Leim reinmachen würdet, das verleimen würdet, einmal drüber schleifen, dann passt es. Wenn man jetzt noch ein bisschen ranzoomt, das ist echt nicht schlecht.
Vor allem, wenn man bedenkt, wir haben da jetzt wirklich nichts dazu gebraucht, gerade die Tischkreissäge, keine Abtrichte, kein gar nichts. Das geht schnell und einfach. Solltest du mal nachmachen. Last but not least, Tipp Nummer 5. Die Leiste da 90 Grad einlassen, ohne großartig was zu messen. Schnell und einfach. Das Ganze mache ich an der Kappsäge. Das Einzige, was ich mir da jetzt großartig markiert habe, ist da die Linie, wo nachher die Leiste drin sitzen soll. Die lege ich mir da so hin, stelle das Sägeblatt so ein, dass das eben genau auf der Linie schneidet. Als nächstes habe ich da meinen Anschlag. Da kann man ja sonst irgendwas hinspannen. Eigentlich komplett egal. Die stelle ich mir jetzt so ein, dass da die Leiste noch reinpasst. Das gut sitzt, passt. Dann wird das Ganze festgeschraubt. Was ich mir jetzt noch einstelle, ist natürlich der Tiefenanschlag von der Kappsäge, weil ich will ja nicht ganz durchschneiden. Jetzt können wir den ersten Schnitt machen. Der erste Schnitt ist jetzt gemacht. Jetzt nehme ich da meinen Abstandhalter raus, wo natürlich die Leiste ist. Den Fehler, den ich jetzt nicht machen darf, ist da jetzt einfach stumpf an den Anschlag ranzufahren mit dem Werkstück, weil ich muss die Sägeblattbreite noch mit einrechnen, ansonsten ist es genau um die Sägeblattbreite zu breit. Das heißt, ich nehme da einen 2,5 mm Bohrer, weil ich weiß, das Sägeblatt hat 2,4 mm, der Zehntel Millimeter ist egal. Das halte ich da dazwischen. Jetzt fahre ich da wieder an den Anschlag hin. Nehme meinen Bohrer raus und mache den zweiten Schnitt. Jetzt schneide ich den Rest da noch raus und dann schauen wir, wie das passt. Ich habe das jetzt noch ausgeschnitten und grob mit dem Stechbeitel ausgeputzt. Schauen wir, wie es passt. Es ist perfekt. Es ist eine astreine Holzverbindung. Allein das Geräusch, wie das reingeht, ich liebe das. Es lässt sich leicht zusammendrücken. Es hält aber auch schon ohne Leim. Besser könnte es nicht sein. Und das waren sie schon, meine Top 5 Tipps und Tricks für Holzwerker. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Schreib mir gerne einen Kommentar und lass mich wissen, was du schon gekannt hast, was du noch nicht gekannt hast. Aber viel wichtiger ist, probier sie einfach aus. Wie gezeigt, sie sind einfach und schnell anzuwenden. Über Abo würde ich mich auch sehr freuen. Das kostet dich nichts, würde mir sehr weiterhelfen. Vielen Dank dafür. Auch an alle, die schon länger dabei sind. Danke, danke. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis bald.